Kanufahren, welch ein Abenteuer. Schon die Indianer wussten, was Spaß macht. Und das war nicht nur zweckmäßig. Wenn ihr da eventuell Lust zu haben könntet, oder wenn wir euch dazu überreden könnten, dann haben wir euch vielleicht auf eine neue Idee gebracht, wie man mit der Familie so richtig was erleben kann. Zu diesem Thema haben wir mehrere Videos gedreht. Dieses ist hier das allererste Video. Wasserwandern ist mehr als nur eine sportliche Aktivität. Es ist ein Abenteuer und eine Möglichkeit, die Schönheit, den Reiz der Natur hautnah zu erleben. Es gibt so viele Möglichkeiten von Kanufahren auf ruhigen Seen bis hin zum Kajakfahren auf wilden Flüssen. Wasserwandern gibt euch auch die Chance, neue Orte, Kulturen zu entdecken und in der Natur zu campen. Es ist eine großartige Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und Erholung und Entspannung inmitten der Natur zu finden. Hallo Campingfreunde, ich bin Hanjörg vom YouTube-Kanal Reisefalter. Wir wollen euch heute den Kanusport näher bringen, nämlich Familienabenteuer mit dem Wasserwandern. Dazu haben wir mehrere Videos gedreht, die euch dann informieren, was ist am Wasserwandern dran, was ist das für Technik, was braucht man alles dazu, muss ich das alles kaufen oder wie auch immer. Und das schaut euch mal an. Vielleicht ist das ja eine Idee für euch, mit eurer Familie Abenteuer zu erleben. In unseren Videos werden wir euch die Technik zeigen, also welche Kajaks, Kanus, Schlauchboote. Dann werden wir euch die Paddeltechnik zeigen, Doppelpaddel oder Stechpaddel. Wir werden euch informieren, wie man Touren plant. Und wir werden euch vor allem auch informieren darüber, wo ihr das mal ausprobieren könnt. So, eine alte Tradition. Hier seht ihr den kleinen Reisefalter, wie das alles mal anfing. Also meine Eltern waren schon Kanuten und mein Bruder führt gerade ein intensives Gespräch mit mir, damit ich auch ein Kanute werde. Das Thema Anreisen war damals klar geregelt. Es ging mit der Bahn und viel Gepäckschlepperei. Heute ist das etwas einfacher, wenn man sein eigenes Auto benutzen kann oder einen Leihwagen. Urlaub und Erholung in der freien Wildbahn. Wie so mein Enkel meint, das ist doch genau das Abenteuer, was alle suchen. Und darum fahren meine Enkel unheimlich gern mit uns zum Camping. Es ist vieles gleich geblieben. Was sich jedoch stark verändert hat, ist die Technik, die technischen Möglichkeiten des Kochens, ja, Wasser aus der Leitung und so weiter. Das sind Annehmlichkeiten, die man früher nicht hatte. Und dann kommen die abenteuerlichen Touren, die man als junger Mensch gern macht. Und hier springen wir von einem Wehr. Das Ganze noch mit Faltbooten. Und der größte Schlitz in meinem Faltboot war 74 cm lang. Zum Glück war es eine PVC-Haut und man konnte sie wieder reparieren. Auch die Boote haben sich verändert, vor allem die Materialien für schwere Touren. Es gibt dann richtig Tourenboote, Faltboote nach wie vor. Und da muss man dann sehen, dass man das richtige Boot erwischt. Und da helfen wir euch auch, um dann in einem nächsten Video das richtige Material auszuwählen. Und dann geht das Abenteuer los mit den Nachbarn und Freunden. Man fährt mit dem Auto heute neuerdings nicht nur mit dem Zug.
und setzt dann ein an einem schönen Flüsschen und lässt sich dort langsam runtertreiben, macht etwas Picknick dabei und hat so seinen Spaß den Tag über. Baden gehört natürlich auch immer mal dazu. Schlauchboot- oder Raftingtouren sind natürlich auch ein ganz tolles Abenteuer, besonders für Gruppen. Und auf einem Zeltplatz in der freien Wildbahn lässt man es sich gut gehen und genießt die Annehmlichkeiten, die so ein Zeltplatz heute bietet. Wir paddeln auf Seen, kleinen Flüssen, großen Flüssen und auf Kanälen. Und selbstverständlich muss man hier auch einige Regeln beachten und darüber werden wir euch auch in den nächsten Videos aufklären, damit ihr da auch nichts falsch machen könnt. Wenn ihr mal solche Touren ausprobieren möchtet, dann wendet euch gern an solche Agenturen, die sowas machen. Ihr geht immer mit einem Guide auf die Tour, sodass ihr nichts falsch machen könnt. Da braucht ihr also keine Angst zu haben. Doch nun erst einmal zu den Bootsmaterialien. Ja, wie sieht das aus mit der Kanuausrüstung? Was gibt es da alles? Und um das mal darzustellen, haben wir uns Hilfe geholt von einem Kanufachberater von Sportschröer. Wir sind hier in einem Bootshaus am Harkortsee und heute ist Testwochenende. Das heißt, ihr könnt hier Boote testen. Hier gibt es über 100 Boote, die ihr ausprobieren könnt. Die Boote, die ihr hier vorne seht, das sind Faltboote, typische Boote für das Wasserwandern. Und dann sieht das halt so aus, da muss man das Gepäck zusammenpacken und schieben können. Oder man baut ein Boot auf und kann dann losfahren. Wie findet man jemanden, der so viele Boote hat und einem die auch noch erklärt und vorstellt? Also so ein Testwochenende mit über 100 Booten ist eine ganz feine Sache. Natürlich kann man sich viel auch bei den Kanuten abgucken, aber es gibt Kanufachberater. Und wie man da rankommt und wo die Kanufachgeschäfte sind in eurer Nähe, das zeige ich euch gleich, wenn wir mal auf die Webseite schauen. Das ist die Webseite vom Deutschen Kanuverband. Da solltet ihr unbedingt mal drauf schauen. Hier gibt es unheimlich viel zu sehen und hier habt ihr einen Überblick, was Kanusport überhaupt alles ist. Hier findet ihr etwas über das Wasserwandern, nämlich die Vereine. Was ist das überhaupt? Was kann man da erleben? Und ihr habt dort auch ein Buch zum Runterladen, Touring oder Wasser wandern. Und hier findet ihr die Fachberater, die Kanufachberater und die Kanufachgeschäfte, damit ihr wisst, wo in eurer Nähe so etwas zu haben ist. Ja, liebe Kanufreunde, wenn ihr wirklich solche Abenteuerurlaube machen möchtet, dann fragt euch mit dem Gedanken, dass das etwas für euch sein kann. Damit es euch leichter fällt, haben wir noch ein paar Videos gedreht, nämlich was brauchen wir für Technik, wie paddle ich, was liegt mir am besten, Kanadier fahren oder Paddelboot fahren, möchte ich mit Gepäck fahren oder möchte ich ohne Gepäck fahren, das werden wir alles noch in den nächsten Videos klären. Und ihr lernt natürlich auch das Paddeln, ganz klar, von den Fachleuten, nämlich von Kanuten. Und die nächsten Videos werden euch darüber aufklären und dann verspreche ich euch, werdet ihr genau die richtige Entscheidung treffen. Ich sage nur, bleibt schön neugierig. Tschüss, euer Hanjörg.